Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den L'Occitane-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses ist die kleinere Version davon, kostet 69 Euro, soll einen Warenwert von 145 Euro beinhalten. Es gab den Code Benefits15 oder so, damit konnte man das Ganze ein bisschen günstiger kriegen. Ihr findet sicherlich auch online einen Code dafür. Ne? Wir haben, also wir, Nicole und ich, haben den Adventskalender nämlich jeweils bestellt. Ihr seht ihr Unboxing auch gerade online gehen. Also schaut gerne für eine zweite Meinung bei ihr nachher vorbei. Genau, und da haben wir halt den Code anwenden können, um da ein bisschen Rabatt zu bekommen. Und da gibt es immer wieder irgendwelche Codes. Ne? Genau, so. Schauen wir mal, wie dieses Schätzelein uns hier happy machen kann und ob das irgendwie auch mal Abwechslung reinbringt. Ich bin gespannt. Wie schön. Das sieht wirklich nice aus. Oh, schade, dass das kein Boxen-Adventskalender ist. Also so hätte ich gerne weiterverwendet. Und sehr klein. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir starten am 1. Dezember mit der Neroli und Orchidee-Handcreme. Okay, das ist definitiv was anderes. Hier sind 30 ml drin enthalten. Das dürfte auch eine Originalgröße sein. Das finde ich richtig schön. Das mag ich gerne leiden. Das hört sich sehr, sehr angenehm auch an. Und ich finde, L'Occitane macht auch großartige Handcremes. Aber nicht nur das. Also die Zahlen sind wirklich sehr, sehr schwer zu finden. In diesem Wimmelbild nenne ich das jetzt einfach mal. Am 2. Dezember haben wir ein Duschöl drin enthalten mit 35 ml. Finde ich persönlich für die kalte Jahreszeit auch sehr gut und sehr angebracht. Haben wir eigentlich auch immer in den L'Occitane Adventskalendern drin. Einfach, weil es ein sinnvolles Produkt ist. Ne? Die Haut ist dann eh ein bisschen rauer, ein bisschen trockener. Da kommt so ein Duschgel ganz gut. Und da haben wir auch dieses Mandelduftgedönsen mit dabei. Finde ich richtig fein. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir die Körpercreme Ultra Rich und da sind 25% Shea Butter und 20 ml drin enthalten. Auch das super praktisch eben für die kalte Jahreszeit, dass man da einfach noch ein bisschen was für den Körper bekommt. Auch für sensible Haut sehr gut geeignet. Schöne Sache. Hier haben wir die Nummer 4 und man muss den Adventskalender für jedes Kläppchen drehen, weil auf der Seite sind die ganzen geraden Zahlen und auf der anderen Seite die ganzen ungeraden. Yay! Und hier geht's los mit Gesichtspflege. Leider auch hier wieder in diesem Jahr sehr klein drin enthalten. Die Immortelle Divine ist das, die Youth Cream mit 4 ml. Also das Tübchen ist bis hier gefüllt, ne? Der Rest ist Luft, das sehe ich gerade. Mhm, schön. So. Nee, aber für 69 Euro ist es in Ordnung, wenn dann auch kleinere Sachen drin sind, finde ich. Also das ist, muss man immer abwägen. Nicole schreibt mir gerade, für uns ist der 5. Dezember ein Tag von Nikolaus. Da haben wir das Verven Arrugum L'Occitane en Provence, 35 ml, eine Bodymilk drin enthalten. Gut, das ist die zweite jetzt schon hier mit drin. Ne? Diese Verven-Reihe ist auch super, super beliebt. Das ist Verbene. Ich glaube, das ist auch ein eher zitrischer Duft. Ne? Jo. Genau. Aber wie gesagt, die Pflege von L'Occitane finde ich persönlich auf meinem Körper, auf meinem Gesicht auch sehr angenehm, sehr mild und so weiter. Aber halt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, krasses Pferd. Genau. Aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. Und vor allem kriege ich durch diesen Adventskalender, glaube ich, ganz viele tolle Reisegrößen. Aber man erhofft sich ja trotzdem an Tagen wie dem 6., 12., 24. Dezember so bestimmte Knallerprodukte oder halt auch in der 1. Am 6. Dezember ist es so, ja gut, es ist halt ein, ja, so ein kannst du halt mit baden, ein Bath Cube quasi, 18 Gramm sind hier drin. Und ja, okay, also da wird einem gesagt, hey, chill dich, leg dich in eine Wanne mit Minze, Pinie und Rosmarin, ne? Ja, riecht ganz angenehm. Zum 7. Dezember wird gesagt, nein, raus aus der Wanne, rein in die Dusche. Hier ist ein Duschgel drin enthalten mit 5 essentiellen Ölen mit 50 ml. Und ja, genau, das ist halt dieses hier. Also haben wir hier auch wieder ein ja, sehr öliges Duschprodukt, würde ich jetzt einfach mal so tippen, ne? Was dann auch ein bisschen reichhaltiger ist. Ich mag übrigens hier diesen Prömpel da oben drauf. Das ist echt niedlich, ne? Das ist vor allem jetzt bei dem Duschgel immer eine ganz gute Sache. Bei der Bodylotion kriegst du es dann nicht so ganz so gut raus, aber mit viel Geduld funktioniert es. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie auch tatsächlich mit einer Handcreme. Das ist die mit 20% Shea Butter für trockene Hände. 30 ml haben wir hier drin enthalten und das ist auch so ein richtiger Klassiker. Den habe ich schon öfters gehabt in Anwendung und ja, ist sehr, 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 sehr angenehm für die Hände. Das macht richtig schönes Gefühl halt, ne? Ja, Handgefühl vor allem.
Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Peeling freuen, und zwar über ein Duschpeeling mit 20 Millilitern. Das ist mit gecrushten Mandeln. Auch das ist bis hier halt nur gefüllt, aber das ist halt einfach so, ne? Das ist halt eine kleine Geschichte. Reicht für eine Anwendung, vielleicht für zwei, je nachdem, wie viel man so verwenden muss. Kommt ja auch ganz auf die Peeling-Wirkung an. Ich persönlich bin halt ein Mega-Fan von Salz- oder Zuckerpeelings am Körper, weil die sich halt auch recht schön auflösen und so, ne? Aber ja, vielleicht ist das auch mal eine ganz gute Sache, auch so als Verreise-Geschichte. In der Nummer 10 darf es mit einem Duschgel weitergehen, und zwar mit dem Vervin E-Argüm. 35 ml von diesem Duschgel sind hier drin. Wie gesagt, eher zitrischer Duft. Zitrische Düfte sind sehr ja, belebend und versprühen gute Laune, sage ich mal. Ich persönlich mag nicht so ganz so gerne ja, zitrische Düfte, und das ist unser ja, quasi drittes Duschgel, ne? Und das jetzt schon. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält etwas auch aus diesem Immortelle Gesichtspflegeset Overnight Reset Oil in Serum. 5 ml, also haben wir hier quasi ein ja, Serum drin enthalten. Das finde ich schön, und das habe ich auch schon mal verwendet, glaube ich. Entweder das hier oder das hier. Weiß ich gerade wirklich nicht. Nee, das ist ja die Creme und das ist das Serum. Ne? Das Serum habe ich schon mal gehabt. Ja, so viel Abwechslung zum letzten Jahr ist jetzt nicht hier mit dabei. Denn zur Halbzeit bekommen wir etwas, was ich sehr schön finde. Eine Shimmering Lotion von Fleur de Cherisier Cherry Blossom Reihe. Ne? Von der Cherry Blossom Reihe. 35 ml sind hier drin. Also halt eine Body Lotion, die halt einen leichten Glow noch mitgeben will. Schade, dass der Glow mit dabei ist. Egal, werde ich trotzdem verwenden. Ich mag nämlich sehr gerne den Duft von Kirschblüte. Ja, erste Halbzeit ist wirklich klein, ne? Muss man wirklich sagen. Aber ich glaube schon, dass wir hier schon recht gute Produkte drin haben. Es ist eigentlich auch ein, ja, okayer Mix. Also wir werden schon sehr, sehr sauber gemacht. Das muss man wirklich sagen. Und auch das Eincreme haben wir jetzt eigentlich mit drei Bodylotions abgeschlossen. Am 13. Dezember sagt der Adventskalender uns aber, hey, du hast ja auch noch Haare auf dem Kopf. Alles klar, hier ist ein Conditioner mit 5 essentiellen Ölen, 50 ml sind hier drin. Das finde ich klasse. Conditioner kann ich immer in so einer kleinen Größe gebrauchen zum Verreisen. Finde ich gut. Derweil begleitet uns der 14. Dezember auch wieder in die Dusche. Hier haben wir eine Cremedusche. Yay! Mit 5% Shea Butter und 35 ml. Ich weiß nicht, war das letztes Jahr auch alles so mit diesen 35 ml? War das nicht alle mit 50? Weiß ich nicht. Geschrumpft sind doch schon so ein paar Sachen, oder? Sagte sie und zog eine geschrumpfte Handcreme aus dem Adventskalender. Am 15. Dezember haben wir Lavande Blanche hier drin, eine beruhigende Handcreme mit 10 ml. Ist aber eine schöne Größe so für die Handtasche oder so, ne? Und ich mag gerne Lavendel, wobei ich mir das dann wahrscheinlich auch eher ans Bett packen würde. Ja, dritte Handcreme, ne? Am 16. Dezember dürfen wir uns die Hände waschen, und zwar mit 50 Gramm der Extra Gentle Soap mit Verbene, und das rieche ich hier auch schon direkt raus, ne? Das ist halt dieses Zitrische. Ich verwende die halt wirklich entweder zum Händewaschen oder halt zum Pinselwaschen. Ganz intensiv. Eine Woche Feierlichabend haben wir den 17. Dezember, und hier haben wir 5 ml von der Light Comforting Cream drin enthalten, also eine Gesichtscreme, die dann etwas leichter unterwegs sein soll und dann sehr wahrscheinlich auch ganz gut für den Tag geeignet ist. Oder halt zum Beispiel Nicole hat ja eher so eine Mischhaut, ne? Da kommt sie mit solchen Cremes, glaube ich, ein bisschen besser klar, als wenn man so eine super reichhaltige Creme hat. Auch am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, dürfen wir nochmal Hände waschen. Das ist richtig blöd verteilt worden, ganz ehrlich. 25 Gramm von der Milk Extra Gentle Soap haben wir hier drin enthalten. Da hätten sie besser eine in die erste Hälfte packen sollen, eine in die zweite Hälfte. Wäre irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher gewesen. Am 19. Dezember dürfen wir dann nochmal duschen gehen, natürlich. Und hier haben wir 35 ml drin enthalten mit diesen 5 essentiellen Ölen. Sowas hatten wir eben schon mal als diverse andere Sachen, das war auch eins davon. Aber das war irgendwie anders. Das hier ist Gentle and Balance. Okay, dann ist es Gentle and Balance. Ach nee, das ist ein Shampoo. Claudi, lies mal weiter. Oh, sehr schön. Ja, genau, hier haben wir ein Shampoo drin. Ich beschwere mich nicht. Also, das ist gar nicht zum Duschen, sondern zum Haare waschen. Schön, ja, brauchen wir auch noch, denn wir hatten ja auch eben schon den dazu passenden Conditioner, klar.
Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember dürfen wir uns wieder eincremen, und zwar den Körper. Milk Concentrate ist das mit diesem Amand, also mit Mandel. 20 Milliliter sind hier drin enthalten, und das wird auch eine etwas leichtere Sache sein. Also das ist keine super reichhaltige. Wo hatten wir die denn eben? Also die ist wirklich krass geil für Winterhaut geeignet, und die ist eine eher leichtere Geschichte. Finde ich aber sehr, sehr schön, weil, ne, je nachdem wie der Tag ist, wie die jeweiligen Temperaturverhältnisse sind, kann man sich dann selber auch so durch den Adventskalender durchprobieren. Die Nummer 21 ist eben schon ein paar Mal runtergerutscht und wollte guten Tag sagen. Das ist die Glycin-Handcreme mit 10 Millilitern. Ich denke, das ist einfach mit Glycerin, ne? Also quasi sehr feuchtigkeitsspendend. Schaut so aus, ist halt eine kleine Tube. Und unsere vierte Handcreme. Ja. Auch die Nummer 22 ist eben schon ein paar Mal nach unten abgehauen. Aber wir schauen mal. Das ist jetzt richtig. Ach so, wir haben doch ein Füllprodukt hier drin. Ja, gut. Das ist aber ganz praktisch. Es ist jetzt nicht super hochwertig, würde ich sagen, aber es ist halt von der Art und Weise, wie es ist, super. Ne? Das ist so ein Mini-Waschlappen. Ja, damit kann man sich gut abschminken und das Gesicht waschen. Ein Tag vor Heiligabend dürfen wir dann auch genau dieses Tool verwenden, denn hier haben wir etwas zur Gesichtsreinigung mit dabei. Das ist die Shea Extract Cleansing Milk, für alle Hauttypen, auch für sensible geeignet. Und hier sind sage und schreibe 20 Milliliter drin. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice und sehr, sehr passend, auch dass es so zusammen reingepackt wurde. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was am 24. Dezember drin ist. Da schauen wir mal zusammen rein. Erfahrungsgemäß haben wir hier eine riesige Handcreme oder sowas drin. Das wird nicht so viel Sinn ergeben, denn wir haben ja schon vier. Also wenn da jetzt nochmal eine fünfte Handcreme drin ist, ist das ein bisschen mau, um das mal so zu sagen. Hier ist auch der 24. Dezember vorzufinden. Nein! Wobei, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch, und das fand ich sogar witzig. Da haben wir keine Handcreme drin, sondern eine Fußcreme. Und die habe ich auch verwendet schon dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das genau diese war oder ob das eine andere war. Die mochte ich auf jeden Fall. 25% Shea Butter, Intensive Food Balm ist das, mit 50 Millilitern. Das finde ich aber cool, weil wir hatten bislang halt noch keine Fußcreme hier im Adventskalender. Ne? Halt ganz viele Handcremes, die du natürlich auch für die Füße zweckentfremden kannst, gar keine Frage. Aber hier nochmal so eine große Tube davon. Das finde ich klasse. Das gefällt mir. Ja, und das rundet den Adventskalender ja auch ein Stück weit ab, ne? Also er ist doch relativ abwechslungsreich. Komm, wir wollen mal nicht so sein. Also er ist doch schon abwechslungsreicher, meiner Meinung nach, als er zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr war. Ich finde halt immer noch, dass die so mal aufhören sollten, hier vier von einer Sorte reinzupacken, sondern wirklich macht maximal drei pro Sorte. Das ist abwechslungsreicher. Mixt das besser durch, dass ihr nicht auf einen Haufen so viele Duschgele habt, auf einen Haufen so viele Seifen oder Handcremes. Einfach ein gesunder Mix. Also wenn man den Adventskalender irgendwie in eine vernünftige Reihenfolge bringen würde, würde es ja auch gar nicht so auffallen. Ne? Weil so ein Duschgel, klar brauchst du das in einer Woche auf, das ist gar keine Frage. Aber eine Handcreme jetzt nicht unbedingt. Das ist halt so ein bisschen mein Appell an die Marke. Die werden mein Video eh nicht schauen, aber trotzdem, ne, das macht halt einfach ein bisschen mehr Sinn, das besser zu verteilen. Ansonsten sind hier schöne Sachen drin, einfach um das Sortiment mal besser kennenzulernen, um zu schauen, was haben die überhaupt, vertrage ich die Produkte, welche Reihe gefällt mir vielleicht auch dufttechnisch am besten. Und auch, dass man hier so ein bisschen Skincare mit dabei hat, finde ich auch ganz schön, ne? Weil das ist halt einfach auch schlau, weil das ist nicht günstig. Und wenn dann die Person mal so ein bisschen die Möglichkeit hat, anzuwenden, zu sehen, ist da ein Effekt, ist da kein Effekt, so ein Soforteffekt. Das ist halt immer eine ganz schöne Sache, und du wirst ja keinen langfristigen Effekt haben, weil dafür sind die Produkte halt zu klein. Ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, und selbstverständlich ist auch ein Link zum Adventskalender in der Infobox, und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.